Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Im letzten Part sind wir bis zur Heiligen Lichtung gelaufen und Zelda möchte jetzt mit uns spielen. Wollen wir mit Zelda spielen oder nicht? Ich weiß es nicht, aber eher nicht. Ich habe was anderes zu tun. Was? Du enttäuscht mich. Komm schon, spiel mir nach. Versuch die Melodie, die ich spiele, nachzuspielen. Bist du bereit? Spiel geschwind Zaldias Lied. Vor allen Dingen, sie gibt uns ihre Ocarina und hat selber noch eine übrig. Warum? Warte, nee, danke. Normalerweise kann ich das schneller, aber ich war mir nicht mal, ich war komplex vom Controller. Ob der wirklich so reagiert, so schnell reagiert, wie ich das denke, dass er reagieren sollte. Wie wunderschön. Du darfst dieses Lied nie vergessen. Versprich es mir. Willst du meine Stimme hören, so spiele Zaldias Lied. Du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten. Ich finde das lustig. Anstatt, dass du das später einbauen. Nein. Du hast Zaldias Lied erlernt. Weil jetzt sieht man schon, wie die Plattform hier aussehen werden. Aber ich finde die richtig nice. Wartet. Und der da wird auch noch richtig nice sein. Das garantiere ich bei euch. Ich hoffe es zumindest sehr, dass sie da auch was Vernünftiges draus gemacht haben. Ich hoffe es einfach. Das Spiel ist so toll. Und in diesen Texturen noch viel schöner. Klar, ich wollte es erst in den alten Texturen spielen und habe mir dann gedacht, nimmst es in alten Texturen auf und das war Skill. Das habe ich zum ersten Mal nach langer, langer Zeit wieder geschafft. So sehen die Feenbrunnen also. Okay, wartet mal. Es ist kein Licht und es sieht aus, als wenn da hier Licht ist. Egal. So, eine Fee haben wir jetzt auch. So. Normalerweise habe ich nämlich die Ocarina immer auf dem rechten C-Stick. Deswegen war ich zwischendurch ein bisschen komplex unterwegs. Na, gehst du jetzt hoch? Nö, ihr könnt mich jetzt. Ich laufe jetzt nicht unten lang. Ich bin jetzt cool und laufe hier oben lang. Es sei denn, ich falle jetzt hier irgendwo runter. Was nicht passiert, denn ich kenne das Spiel zu gut, dass mir das nicht passieren wird. Hui. Dö-dö-döm. Michelle! Hat Zaldia dir ihr Lied beigebracht? Das Lied scheint geheimnisvolle Kräfte zu haben. Ich hörte, dass an anderen Orten ebenfalls die Möglichkeit besteht, die Lieder zu lernen. Zum Beispiel in Hyrule. Platzierst du die Ocarina auf C und wählst sie aus, werden Notenlinien erscheinen. Ich empfehle dir hier, eines der Lieder zu spielen, die du erlernt hast. Du kannst natürlich auch ohne Notenlinien spielen, auch das macht Spaß. Nein, musst du nicht. Alle Lieder, die du lernst, werden dir im Statusmenü angezeigt. Lerne sie, denn du wirst sie häufig brauchen. Tschüss. Hier. Eines der Lieder sollte ich hier spielen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Eule hier meint mit hier, aber keine Ahnung. Okay, erstmal laufen wir wirklich richtig. Jetzt aber nicht. So, ich finde mich hier raus kurz. Ach ja, Kokiri-Wald. In morgendlicher Dämmerung. So, und jetzt gehen wir hier hin. Ich denke mal, die Eule meint mit hier, hier, hier. Hoffe ich zumindestens.
Da. Wartet mal kurz. Okay, gut. Ich wollte mich gerade mal gucken. Ja, ich gucke zwischendurch, wie lange es geht. Du kennst ja das Lied. Wir sollten Freunde werden. Hier, nimm das. Bringt es eigentlich irgendwas, wenn ich auch noch ein anderes Lied spiele? Will ich jetzt mal wissen. Lass uns mal wieder spielen. Mal gucken. Also, theoretisch. Dann weiß ich nicht. Hätte ja sein können, dass es noch irgendwas gibt. So, jetzt haben wir wieder ein neues Herzteil. Und ein Herzteil holen wir uns jetzt hier unten. Hopp. Denn, tada, stimme in unser Lied mit deiner Ocarina ein. Wir fangen an. Oben, A, unten, oben. Oben, A, unten, oben, A. Oben, A, unten, oben, A. Das ist ja noch relativ easy. Das hat Spaß gemacht. Nimm dies als Beweis unserer Freundschaft. Wow. Spielst du mit uns? Na klar, warum nicht? Stimme in unser Lied mit deiner Ocarina ein. Wir fangen an. Unten, rechts, links. Unten, rechts, links. Wow. Anfang von verlorenen Wäldern. Läuft. Oh Gott. Das wird echt anstrengend noch. Das glaubt mal. Unten, rechts, links, oben, A. Ah ja, okay. Das hat Spaß gemacht. Nimm dies als Beweis unserer Freundschaft. Tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen ruhiger bin, denn ich muss mich ein wenig konzentrieren. Vor allen Dingen jetzt, glaube ich. Denn ich glaube, das ist jetzt die letzte Runde, die wir spielen mit denen. Und dann gibt es ein Herzteil. Links, rechts. Links, rechts. Links, rechts. Hör auf zu hängen. Bitte, spiel bitte. Mecker mich jetzt nicht voll. Ich habe gerade Frames-Einbrüche des Todes. Ich weiß nicht warum.
Eine Note kommt noch, definitiv, ja, eine Note noch. Wenn ich die jetzt verkacke, dann gehe ich sterben. Dann bringe ich mich um, also im Spiel. Das hat Spaß gemacht. Nimm dies als Beweis unserer Freundschaft. Und schon wieder ein Herzteil. Tschüss. Lass mich alleine. Oh, Rubine. Rubine. Leider warst du schon im Wald. Erstmal wieder. Also, wir werden hier noch genug hinkommen. Einmal noch als kleiner Link, um zu Zoras Reich zu kommen. Oder vielmehr, um von Zoras Reich nach hier zurückzukommen. Muss ich das überhaupt? Ich glaube nicht. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es gerade echt nicht. Aber naja. Wir haben ein neues Lied erlernt. Und das müssen wir hier vorspielen. Aber Leute, bevor ich das mache, würde ich sagen, beenden wir hier den Part. Ich hoffe, euch hat es mal wieder wie immer gefallen. Lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Ich würde sagen, bei 15 Daumen nach oben, oder 10, ne, diesmal machen wir 10, bei 10 Daumen nach oben gibt es schon wieder den neuen Part, damit ich weiß, dass ihr auch Lust zu habt, und wie gesagt, wir müssen uns hier hinstellen, die Ocarina zücken und dann spielen, aber das alles machen wir im nächsten Part. Wie immer findet ihr alle sozialen Netzwerke unten in der Videobeschreibung, abonnieren, wenn ihr Bock habt, und die Glocke aktivieren, damit ihr gar nichts mehr verpasst. Bei Fragen könnt ihr mich gerne auf irgendeiner sozialen Netzwerkseite, die unten in der Videobeschreibung steht, anschreiben oder via der E-Mail, die da steht, könnt ihr euch aussuchen. Aber wirklich, wenn es nur wirklich wichtige Fragen sind, bitte, danke. Also ich will keine Spam-Nachrichten von euch kriegen. Irgendwie, ja, erster oder bäh oder dies oder das oder tralala. Also das könnt ihr euch gerne schenken. Also dann Leute, haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, euer Marci. Bye bye.